Moin, ihr kleinen Sahneschnitten. Heute gibt es ein Update von Once Upon a Rogue Tale. Das sind ja quasi zwei Entwickler aus München, glaube ich. Also relativ nah. Die haben hier ein wundervolles Roguelike erschaffen mit einem Märchenthema. Wir haben das auch schon mal gezockt und jetzt gab es quasi ein Update, wo es nochmal neue Klassen gab und natürlich auch neue Zwischenevents. Ich habe das jetzt hier mal so als Monster-Paket für euch zusammengeschnürt, wo wir einen Run mit neuen Inhalten quasi langrennen und dann auch mal ein komplett neuen Charakter testen, und zwar den Froschkönig und Rumpelstilzchen, die eine ziemlich coole Mechanik haben. Und ich wünsche euch viel Spaß. Unten in der Beschreibung findet ihr natürlich die Links, wenn ihr Interesse an dem Game haben solltet. So, das schauen wir uns an, weil es sind ja neue Sachen dabei und ich habe ja gelernt, mittlerweile mit Early Access Situationen viel besser umzugehen. Und das ist schön. So, das Tutorial gehen wir trotzdem nochmal rein, weil ja viele das von euch noch nicht gesehen haben. Es ist ein Roguelike, es ist ein Deckbuilder. Wir werden uns quasi ein Deck zusammen basteln und uns unterwegs unser Deck quasi auch so erweitern, dass wir natürlich entsprechend neue Märchen, na, Rogue, Tale, Schwanz, Cake, weh. Genau. So. Das war ein sehr, sehr wichtiger Faktor in dem Spiel. Es wurde gewürfelt. Ja, für jede Aktion, die du im Kampf ausführst, brauchst du bestimmte Würfel. Wir mussten quasi ein Team zusammenstellen, wo bestimmte Würfel präferiert sind. So. Und natürlich auch genutzt werden können. Plus, dass es eine Art Joker gibt. Na, diese Rogue-Tail-Symbolik. Genau, hier steht es auch nochmal, dass man da entsprechend... Das hat jeder Würfel, hat jedes Symbol zweimal. Na, während jeder Aktion, also es ist eine dritte Chance. Oder guck mal, du kannst Würfel zum erneuten Werfen auswählen, indem du mir den ersten Wurf einklickst. Wähle alle Würfel außer dem Joker-Würfel aus und drücke auf Bestätigen. Boom, boom, boom. Boom, boom, bestätigen. So, Tutorials sind mir sehr, sehr wichtig. Wir kennen es natürlich so ein Stück weit. Deswegen nehmen wir es mit. Die meisten passiven Fähigkeiten werden zu Beginn jedes Zuges ausgelöst. Genau, Passives gibt es quasi auch. Also jede Karte kann etwas. Wir haben, also kann ich ja sagen, so, das haben wir ja gespielt. Den bösen Wolf gespielt. Das war sehr geil. Der war sehr gut. Und der hatte so einen Formwechsel, was auch wild war. Genau. Passive Fähigkeiten werden automatisch ausgelöst, solange ihre Voraussetzungen erfüllt sind. So, und die kriegt quasi immer Block. Du kannst mit diesem Maus, du kannst mit dem Mauszeiger über dieses Symbol gehen. Das hier. Lol. Um eine Karte auszuspielen, ziehst du dir einfach Handkarten mit kein bestimmtes Kartensymbol. Können mit jedem Würfel gespielt werden. Spiele jetzt. Verteidigen. Genau. Also, wir wissen, was er tut. Gegner. Hier steht, nimmt 3 Schaden, aber der wird mir 3 Schaden machen. Also, wenn du hier drüber hauerst, wird quasi gezeigt, was für eine Fähigkeit es ist. Hauerstoß, Gegner nimmt 3 Schaden. Ich bin ja in dem Fall sein Gegner. Das ist so beschrieben, weil wir den auch haben können. Keep that in mind. Na, also alles, was ihr hier seht, kann man theoretisch auch spielen. Der möchte, dass wir jetzt verteidigen. Das werden wir tun. Grund dafür ist, dass man bei solchen Spielen kein Leben verlieren will. HP ist der Grund, warum du den Run verkackst. Okay? Wenn du den Mauszeiger über einen Charakter fährst, während dessen Fähigkeit angezeigt wird. Genau. So, wir fahren hier quasi drüber. Da seht ihr schon, was ich kriege. 2 Block. Und dann steht natürlich sofort da, was Block macht. Genau. Klick einfach mit der rechten Maustaste auf sie. Du siehst dann alle Fähigkeiten, die sie einsetzen können. So, das ist quasi dann, was der Gegner kann. Der hält quasi Ausdauer. Na, alle 2 Runden, weil er ein Schwein ist, I guess. No. Und ihr könnt ja quasi sehen, was er tut. No. Das ist dann später. Jetzt bin ich verwirrt. Habe ich gerade den Fight übersprungen? Okay. Jetzt bin ich verwirrt. Ich habe das Tutorial geskippt, einfach. Ich dachte, ich habe jetzt nur das Feld geskippt. Na gut. Was neu ist, sind diese Sterne. Das bedeutet, ihr habt jetzt, ich glaube, man nennt es Meta-Progression. Das bedeutet, ihr bekommt neue Dinge. Gilt nur einmalig. Ah, lol. Ihr bekommt quasi Verbesserungen für die nächsten Runs. Okay, das ist etwas, was es bei dem ersten Test noch nicht gab.
Genau, das sind quasi einmalige Run-Geschichten mit mehr Leben. Oh lol. So, das hier können wir jetzt schon nutzen, ne? Das sind quasi extra Events. Der wird wahrscheinlich auch ein Bonus sein. Aber zu Beginn des Ganzen erschaffe 2 Motivationsboost. Verliere einen Würfel. Erhält 2 Einsicht, okay. Mal alle 2 Runden Immunität. Boah, das ist aber gut. Der Frog ist auf jeden Fall auch am Start. Wir machen mal. Genau, das alles im Wald, ne? Das in der Stadt. Wir machen mal den Wald. Wir machen mal großes Spektakel. So, den können wir dann auch noch freischalten. Das machen wir nächstes Mal. So. Los geht's. Die wird natürlich dann später da sein. Denkt an, Early Access ist im Juli. Und wir machen das hier. So. Hier haben wir natürlich am Anfang nicht so viel Auswahl. Es war einmal ein kleines Backstein. Ich bin gleich wieder da. Ich hole was zu essen. Weil ihr kriegt... Wait, ist der Bug noch da? Entschuldigung. Normalerweise der Duft von frisch gebackenem Brot wehte, waren geschlossen. Muss ich das wegklicken oder hören wir zu Ende zu? Mit schnellen Schritten näherte sich ein kleines Mädchen, gekleidet in einen großen roten Mantel. Das muss nicht wegklicken, ne? Das geht. Weil es den Mantel jeden Tag trug, wurde das Mädchen von allen einfach nur Rotkäppchen genannt. Rotkäppchen wollte ihre Großmutter besuchen, die ganz allein im Wald wohnte. Ich muss nicht wegklicken, ne? Als sie die schwere Tür öffnete, erschrak sie. Zuhören. Okay, sehr gut. So, ich klicke jetzt weiter. Ihr hört weiter zu, ich gehe kurz was holen. Schüsseln lagen zerbrochen auf dem Boden, die Vorhänge waren zerrissen und die Wände mit merkwürdigen Kratzern bedeckt. Voller Angst rannte Rotkäppchen los. Sie rannte und rannte, bis sie vollends außer Atem ihr Zuhause erreichte. Ihr Vater, der Jäger, könnte sicherlich helfen, doch die Hütte am Waldrand, in der sie gemeinsam lebten, war leer. Die Sorge um ihre Großmutter war jedoch zu groß, um auf ihren Vater zu warten. Also nahm Rotkäppchen all ihren Mut zusammen und griff nach einem der Bögen ihres Vaters. So ausgerüstet kehrte sie in den Wald zurück und machte sich ganz allein auf die Jagd. So. Habt ihr ordentlich zugehört? Ob ihr zugehört habt? Optimale Frühstücksgame. Wir. Oh, hier ist es schwierig. Hier haben wir nicht mehr zur Auswahl. Aber hier ist ein Charakter-Event. Das wollen wir ja eigentlich, oder? Das ist dann im. Guck dir das mal an. Hey, hier können wir nichts mehr tun. Wir haben gar keine Auswahl. Naja, ist halt random, Leute. Das macht der Computer. Also es war, glaube ich, auch sehr wichtig, neue Leute zu holen. Auch zwecks Tankiness. So. Ich glaube, die Pfeile waren gut. Ich bin sehr gespannt auf die Immunität. Wird nach der Benutzung reduziert. Aha, okay. Also Ausdauer macht irgendwas Spezielles. Okay. Also, wir können angreifen. Die Frage ist, buffen wir uns vorher? Das heißt nämlich, also erhöht den Schaden pro Stärkestapel. Wird der Stack abgebaut? Immer noch? Das war das Problem. Wird der abgebaut? Ja, er wurde abgebaut, richtig?
Also abgebaut im Sinne von... Halt noch einen Joker-Würfel. Oder können wir nochmal angreifen, ne? Leute, nachdem du angriffst um 1. Okay. Das hat natürlich auch Balancing-Gründe. Es gibt das auch in anderen Roguelikes. Da bleibt Stärke erhalten. Dass du später halt übel hart auf die Phrasen hauen kannst. Aber hier... Hier nicht. So. Da muss man alles weghauen. Wir brauchen auf jeden Fall was zum Angreifen, das ist wichtig. So, immun. Der Halt der nächsten Schwächung wird verhindert. Ach so! Ups. Deswegen hat sich so OP gelesen. Ja! Oh, danke schön. Der Ottominator. Wait! Ich habe eine Idee. Danke sehr. Ich habe eine sehr gute Idee. Jetzt verstehe ich, wie es geht. Ich entferne meinen eigenen Debuff. Das ist natürlich Turbo Broken. Ich entferne meinen eigenen Debuff fürs Zielen. Oh, das ist toll. Tschüss. So. Ah ne, wir kriegen beides, ne? Entschuldigung, bin dran gewohnt, nur ein was zu kriegen. Also, erhalte einen zufälligen Würfel. Erzeuge 1 Energie. Mhm. Also das Ding ist, das ist nicht verloren, ne? Das ist quasi, wir verbrauchen einen Würfel, wir erhalten einen. Also das ist geil. Verbanne eine Karte. Aber es ist noch ein. Das hier könnte jetzt interessant werden. Wir machen mal die verbesserte Bogensehne. Also in solchen Spielen müsst ihr bedenken, ist es oft etwas sehr Gutes, wenn man das Deck verkleinert. Sie redet nicht mehr! Die Sonne scheint und ließ Rotkäppchen für eine Weile ihre Sorgen vergessen. Sie stimmte sogar ein Wanderlied an. Hey Mädchen mit dem roten Mantel. Ihr gegenüber stand ein junger Mann mit nichts als einem kleinen Bündel über der Schulter. Er ist hoffentlich nicht nackt. Bevor Rotkäppchen etwas erwidern konnte, sprach er weiter. Du siehst so glücklich aus, dass ich ganz neidisch bin. Bestimmt musst du nicht so schwer schleppen wie ich. Hm. Während er sprach, hielt der Mann sein Bündel hoch, das tatsächlich ziemlich schwer aussah. Möchtest du vielleicht tauschen? Fragte er. Du kannst das sicher gut gebrauchen. Okay, was verliere ich jetzt? Wir tauschen einmal. Ihre Neugier war einfach zu groß. In Ordnung, antwortete Rotkäppchen dem Mann und zog ihre kleine Tasche unter den Mantel hervor. Der Mann strahlte und nahm die Tasche entgegen. Im Gegenzug reichte ihr sein Bündel und zog nun fröhlich summend weiter. Nachdenklich blickte Rotkäppchen ihm hinterher. War es wirklich eine gute Idee gewesen zu tauschen? Rasch griff sie nach dem Bündel und öffnete es. Erleichtert lachte sie. Warum hatte der Mann das Plus abgegeben? Das ist keine Strafe. Warte mal, ist es eine Strafe? Das ist keine... Also das hätte Unglück sein können, aber das ist gut. Das kostet einen Würfel. Also das Ding...
Das ist auch sehr gut. Das ist gar nicht so schlecht. Die Edelsteinkiste. Die nehmen wir. Das war worth, würde ich sagen. Das war sehr worth. Genau, Developer sind im Chat. Na, Poly Pirate Games. Wenn ihr Fragen habt, können sie sich stellen. Falls ich mit meinem gigantischen Superbrain beschäftigt bin. Timo! Bloß als Tannenzapfen. Also, wir nehmen mal das hier raus. Okay. Grün ist wichtig. Also Joker ist alles, aber grün ist wichtig. So. Wir gucken gleich mal nach dem Item. Wir machen jetzt eine fixe Idee. Das hier brauchen wir später. Ne, das können wir jetzt eigentlich machen. Boah, die Karte ist einfach übel gut. So, was macht er denn? Gegen den zwei Schaden tausche verzauberte Tanzer mit einem zufälligen Nachbarn. Achso, genau. Es gibt da quasi noch Movements, was auch später sehr wichtig ist. Oh, ich krieg einen Schaden. Fuck. Jetzt müssen wir pre-blocken, ne? Gegen den zwei Schaden tausche Tanzer mit einem zufälligen Gegner. Okay, das ist zweimal Damage. Bäh. So, wir wollen natürlich ohne Damage rauskommen. Wir machen... Wait, das muss ich jetzt... Das müssen wir jetzt testen. Wir machen jetzt Zielen. Nächste Runde kriegen wir Immunität. Und ich hoffe, dass die Immunität die Müdigkeit wegmacht, wenn sie draufgeschrieben wird. Wir gucken jetzt, ob es das Instant countert, okay? Weil jetzt sind wir müde. Aber vielleicht überschreibt sich das. Okay. So, Gegner ist dran. Der wird mich jetzt boxen. Ist weg. Nee, ist nicht weg! Wir haben einen Würfel weniger. No! Okay. Ich habe gehofft, dass die Passive zuerst triggert. Hat nicht geklappt. Na gut, passiert. Also, Energie. Motivation. Edelsteinkiste. Ja, oh. Okay, los geht's. Oh. Im High Road, oder? So, was macht das hier? Wirf hier eine Karte, wirf eine ab. Das soll zweimal pro Runde eingesetzt werden. Muss mindestens eine haben. Ja, das ist klar. Okay. Es gibt auch die Phrasen. Oh. Die Dorn hat er jetzt abgebaut, oder? Okay, aber die Energiekiste war Banger. Also die ist ja völlig OP. Bup, bup. Was? Ach so. Oh, der kostet aber 0. 0 ist ganz cool. Verbanne eine Karte. Ja, Kartenverbann ist geil, weil du dann nur noch die coolen irgendwann übrig hast. Das will man ja eigentlich. Also später so mit Card Draw... Man kann ja so unendlich ziehen mit gewissen Systemen. Aber ich muss sagen, verbesserte Bogen sind jetzt Banger. Die ist schon echt nice. Den HP, den HP-Punkt dazu verlieren, das war natürlich einfach schlichtweg peinlich. Die Uno Reverse Card. Der Dorn ist einfach fies. Fies ungemein. Okay, wir haben nochmal einen Pfeil bekommen. Oha, stopp. Verbündeter erhält 2 Stärke, entferne einen zufälligen negativen Status. Wenn der Dorfaufseher der letzte verbliebene Gegner am Ende der Runde ist, wechselt er zu wütender Dorfaufseher. Ja.
So, zu Beginn jedes Zuges. Zufälliger Gegner hält 1 Schwäche oder 1 Fragil. Das ist actually stark. Aber es ist nur für einen Angriff, ne? In der Dorfseite lässt verbliebene Gegner, genau. Die darf nicht größer als 1 sein. So, Verbündeter erhält 2 Stärke. Also den auszuschalten wäre trotzdem gut. Würde ich sagen. Ich weiß auch nicht, warum die mich angreifen. Finde ich sehr unsympathisch. So, aber verbesserter Bogen ist extrem geil. Dann könnten wir 4 Schaden machen. Wir haben, wie viele Angriffe haben wir denn? 1, 2, wir haben nicht genug, ne? Wir haben nicht genug. Wir machen folgendes, wir machen einen Block. Und nächste Runde haben wir dann ein bisschen mehr Energie. So, weil das wollen wir verhindern. Weil die Reihenfolge ist, er greift zuerst an und dann wird er gebufft. Wenn er zuerst gebufft worden wäre, dann wäre das scheiße. Wieso sollen die Rotkäppchen verprügeln? Das frage ich mich auch, aber seien wir ehrlich, Märchen sind schon brutal heftig. Oder? Ich meine, wurden Rotkäppchen, nicht Rotkäppchen, sondern Hänsel und Gretel weggeschickt, wenn die nicht genug Essen haben? So, wir müssen jetzt gucken, wie viel Energie wir haben. Oh, wir haben eine 2 gewürfelt. Ne, ist doch Banger. So, wir sind immun, richtig? Nee, wir sind fragil. Aber wir haben eine Immunität. Das heißt, wir machen Zielen. Weil es gibt 2 Stärke, das ist... Ist nicht worth. Warte, wir haben 8. 8 ist eine gefährliche Zahl. So, Gegner erhält 1 Gift. Das ist ja eine Diamond Zone. Das ist auch eine Diamond Zone. So, Dankeschön. Der macht irgendwas Wildes. Wir machen jetzt doch Zielen, weil wir haben 9 Würfel. Das heißt, die gibt dem jetzt aufs Maul. Wir haben 8 Würfel. 8 Würfel. Ah, warte mal, wir können gar nicht so oft angreifen. Wie viel Schaden würde man denn machen? Stopp. Wir müssen jetzt das Gehirn benutzen. Mein Gehirn. 6 Damage, das ist 4. 6. Dann 5. Das sind 11. Ah, das ist irgendwie unlucky. Ich will aber nicht vergiftet werden. Ich will nicht vergiftet werden. So, jetzt können wir nicht angreifen, weil wir haben keinen grünen Würfel. Seht ihr das? Wir brauchen quasi diesen Bogen. Wir könnten nochmal etwas anderes suchen, aber Kräfte sammeln ist, glaube ich, für diese Runde gar nicht so bad. Die Energie? Nee, ich bin ja gerade über nichts drüber. Also über der Karte hier ganz leicht, aber das ist ein Männer. So, das ist alles Shit. Später wird das natürlich eine Rolle spielen. Ne? Ihr seht schon, hier ist der Wolf drauf. Hier ist so eine Hexe. Hier ist der Froschkönig. Und dann, das sieht aus wie eine Elektromaus oder so. Das kann ich noch nicht richtig erkennen, was das Blaue ist. Das ist in diesem Berg, ist das, Entschuldigung. Ich weiß, dass ich beim letzten Mal auch da schon Probleme hatte. Spott. Gegner können und müssen immer diesen Charakter auswählen. Lul. So, wir haben 5. 5 ist... Das ist komisch. Wir machen mal das. Und zielen. Und dann machen wir einfach 2 Angriffe, richtig? Nee, können wir nicht. Weil wir es nicht brauchen. Ist eine Elektromaus oder ein Joghurt? Ein Joghurt? Mische fixe Idee. In deine Nach... Ist ja übel geil. Card Run nehmen wir. So. Okay. Jetzt kommt was Besonderes. Das haben wir doch freigeschaltet, richtig? Der Wind rüttelte an den Ästen und zerrte an Rotkäppchens Mantel. Rotkäppchen suchte Schutz unter einem großen Baum und hoffte, dass der Sturm bald vorüberzog. Ich weiß gar nicht, ob man sich so verhalten soll. Da fiel ihr Blick
auf ein verwittertes Blatt Papier, welches mit einem Nagel an den Baumstamm befestigt war. Auf dem Baum stand in großen Buchstaben Belohnung für jeden, der das Haar eines Einhorns oder den Hauer eines Wildschweins abliefert. Nun war Rotkäppchens Neugier Nun war ein Rotkäppchen neugierig. Da fehlt eine Leertaste! So, das hat mein Gehirn komplett destroyed. Etwas Geld konnte sie für ihre Reise nämlich gut gebrauchen. Jetzt musste sie nur noch entscheiden, ob sie sich lieber einem Einhorn oder einem Wildschwein stellen möchte. Ich habe noch nie ein Einhorn gesehen, muss ich sagen. Ein Wildschwein schon. Wir machen mal das Einhorn. Aber das Einhorn ist halt nicht also ist halt, also es steht Einhorn jagen. Das ist ja keiner unfreundlich. Aber wir sind noch in dem Märchen. Also los. Rotkäppchen duckte. Okay. Das sind zwei. Das ist nicht ein Einhorn, das sind zwei. Das sind zwei Horn. Also eine Kuh. Das ist nicht gut. Aber die haben nicht so viel Leben. Also der bufft sich. Hält 1 Parade. Parade pariert den gesamten Schaden des nächsten Angriffs. Wird um 1 reduziert. Oh, das ist kacke. Aber wir können ein bisschen Free Damage machen. Also, verbesserter Bogen. Verbesserter Bogen. Blumenstrauß. Für die nächste Runde. Zielen machen wir nicht. Nee, ich will das nächste Runde machen. Nächste Runde ist einfach besser. Ich könnte allerdings... Oh, die Wombo-Kombo! Oh! Das ist schon schlau. Slay der Einhorn. Mach mal. So. Kann nur zweimal pro Runde eingesetzt werden. Ja, machen wir. Wir machen jetzt das nochmal weg. Da ist die Kiste, Bitch. Mist. Wir haben nur einen erhalten. Na gut. Ich fand trotzdem cooler Turn. So, nächste Runde kriegen wir Immunität. Parade nervt. Parade ist leider super nervig. Aber was können die noch? Oh, die Animation ist schön. Die Animation ist sehr schön. So, Würfel. 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 Energie, wie viel kriegen wir? 3! So. Das war die Parade. Das war der Shield. Oh, look at my pure... Oh, das war sinnlos. Aber egal. Ja, Ziehen hätte man machen können. So, der ist jetzt zweimal immun. Das kennen wir ja, aber ist für uns nicht schlimm, weil wir haben noch keinen wirklichen Schwächungszauber. Mann, ich freue mich übelst auf den Shop, aber ich kann den nicht nutzen. Also ich werde in keinen reinrennen. So. Fuck, wir können nur zweimal angreifen. Ah, das ist scheiße. Ich will auch keine HP verlieren. Also ich habe das Spiel ja schon gespielt und ich habe schon verloren. Und ich hasse verlieren. Ich finde es creepy, dass jemand einen Einhorn haben will. Ich finde es krass, dass ich so ein kleines Mädchen bin. Dass ich Rotkäppchen bin. Als Legolas. Und ich jage jetzt Einhörner.
Das ist schon crazy. Aber mein Deck gefällt mir. Ich bin immun immer noch, ne? Guck mal, ich bin zweimal immun. Bam! Let's go. Geil. Also ich bin ja ultra gut. Die Immunität ist mit dem Rest übelst nice. So, Rotkäppchen duckte sich und beobachtete die Einhornherde. Ah, das hätte man vorher sagen können. Wenige Meter entfernt. Es hatte ein paar Stunden gedauert, sie zu finden, doch nun waren sie endlich zum Greifen nahe. Es war die perfekte Gelegenheit, sich ein paar Haare zu schnappen, aber Rotkäppchen wollte die Einhörner nicht erschrecken und ließ das Messer wieder sinken. Da löste sich ein Einhornmädchen von der Herde und kam auf sie zu. Sie streckte seine Hand aus, in der ein paar... Warte mal, was? Ich hab die doch gerade verprügelt! Ich habe einen neuen Charakter. Oh! Das Team zu vergrößern ist sehr gut. Ich dachte, ich hab die getötet. Ich hätte jetzt quasi auch das Schwein haben können. Aber seien wir ehrlich. Wollt ihr ein Ei... shit. Wollt ihr ein Einhorn oder ein Schwein? Ein Schweinhorn. Ich will auch über ein Einhorn. Zentaur, ja. Also jeder hat so eine andere, eigene Definition von Einhorn, ne? So, wir haben 5 Würfel. Das ist mir zu wenig. Ach, das steht schon da, wie viel Energie das ist. Dumm. Ich dachte, ich krieg hier... Naja. Ein bisschen peinlich ist es mir schon. So. Verbündeter verliert 1 Gift und verliert 1 Schwäche. Kostet 2. Das ist ganz schön viel. So, der will mir auf die Fräse hauen, der will sich selber buffen. Der hat 15 Leben. Die kriegen wir niemals weg. Das heißt, wir müssen uns mindestens einmal schilden. Ja, wir sind nächste Runde müde, aber einen Würfel zu verlieren geht nicht. Das ist zu scheiße. Wobei ich habe 4. Ich habe 5 Würfel, dann hätte ich 4. Ob 4 oder 5 ist fast egal. Ja, ich glaube, es ist besser, das zu machen, actually. Weil da mache ich jetzt mehr Damage. Pariere das jetzt eh. Und dann hau das hin. Wann spielst du wieder Elfenring? Elfenring, da wurde auf jeden Fall heftig korrigiert. Genau, wir spielen so ab 11.30 Uhr oder so. Genau. Und dann bereiten wir noch weiter den Spielstand vor und coachen dann Johnny. Ich wäre halt eigentlich heute gern bei ihm gewesen. Tatsächlich hat aber gestern mein Sohn einen Unfall gehabt. Einen Unfall mit seinen eigenen Beinen und mit dem Erdboden. Und deswegen, weil eine gewisse Gefahr auf Gehirnerschütterung bestand. Wait a minute. Oh, das ist ja geil. Aber wieso hältst du nicht sie? Ah, das ist ärgerlich. Dann muss ich nochmal nach Hause fahren. Na, das bedeutet, gestern nach dem Stream hatte ich noch einen Dreh. Dann habe ich mitten im Dreh diese tolle Nachricht bekommen. Den Dreh aber noch abgeschlossen. Und dann... losgefahren. Eine Sekunde. Machen wir das hier. Das war nicht schlecht. Genau, da bin ich los. Shit. Erstmal töten wir den hier. So. Da bin ich los und habe dann aber hier gar nicht so viel machen müssen, Gott sei Dank. Also... Die Nase sieht schon sehr lustig aus. Sieht aus wie so mit einmal mit Paint hier so rot drüber gemalt. Und ein bisschen was an der Stirn. Aber er hat jetzt nicht gebrochen oder so. Mad Driving. Nee, mit Elektroauto und auf der A9 kann man nicht mad driven. Weil die A9 die Autobahn ist,
wo du pro Sekunde minus 45 IQ verlierst. Und ich habe gestern, ich dachte gestern, ich fahre wie immer klassisch in, auf der A9 in einen Stau rein. Und habe dann es gibt Staus, wisst ihr, wie Staus funktionieren? Staus delayen sich ja übelste Sorte. Na, weil du, jemand bremst zum Beispiel volle Wucht ab, oder alle bremsen einmal ab, dann müssen alle nachbremsen, das ist ja alles delayed. Das heißt, wenn alle dreispurig einmal volle Wucht bremsen würden, ohne dass es ein Auffahrunfall am Ende ist, ist das einfach, dann ist das so eine übelste Kettenreaktion. Und ich hab eine übel lustige Kettenreaktion in meinem Kopf da quasi, also es muss so gewesen sein. Du siehst bei Google, dass jetzt ein Stau kommt und 9 Minuten mehr ist. Ich bin im Stau und die Leute wollen sich retten auf eine Ausfahrt. Und wenn man sich auf eine Ausfahrt retten will, machen das alle. Und das heißt, es bildet sich noch mehr Stau bei der Ausfahrt. Und Staus sind ja dann so, dass sie plötzlich wie weg sind. Also du, auf einmal darfst du wieder 120 fahren. Das heißt, ich stand da 9 Minuten. Die Leute wollen sich zur Ausfahrt retten, machen noch mehr Stau hinter uns. Der Stau war plötzlich komplett weg und dann sind wir in den echten Grund des Staus reingefahren, und zwar wurde es dann zweispurig oder einspurig. Also wenn sich einfädeln müssen die Leute, dann rasten die ja komplett aus. Das heißt, der hat sich so weit nach hinten gedehnt, in eine neue Ausfahrt verpflanzt und ich kam actually nur 9 Minuten später als sonst an. Aber alle hinter mir machen jetzt wahrscheinlich plus 30 Stunden, weil die ja noch die Ausfahrt genommen haben. In der Hoffnung, den Phantomstau quasi zu umfahren. Also schrecklich. So, also absolut, absolut schrecklich. So, wir machen jetzt aber erstmal 9000 Energie, Bruder. Look at this shit. Das Einhorn kriegt so richtig aufs Maul. Das wird super. Das machen wir auch noch. Das one-shotten wir jetzt, richtig? 8 mal 4 ist 16. Also 8 mal 4 ist 16. Aber Immunität ist ein großes Problem. Da kann man aber nochmal die Pässe vom Einhorn sehen. Weil das heilt jetzt nochmal. Theoretisch könnte ich jetzt richtig cheaten und die ganze Zeit hier bleiben, bis ich mich komplett hochgeheilt habe. Ich habe gerade 8 mal 4, 16 gesagt? Nee, das meinte ich nicht. Das meinte ich nicht. So, das Einhorn heilt sich nur selbst, ey. Das ist voll das Ego-Horn. Naja, auf jeden Fall bin ich heute hier. Kann mit Johnny leider nicht das Coaching machen. Fixe Idee ist eigentlich OP, ne? Ich muss, also das ist schon sehr gut. Das ist auch gut. Aber kostet zu viel. Also 2 Energie sind ja 4 Schaden aktuell. Und hier kriege ich ja nur plus 2 dazu. Also 2, 1, also kriege ich 3 Damage für 2 Mana. Das ist nicht worth. Das hingegen ist immer worth. Das aber auch. Ist beides gut. Hätte ich gern beides genommen. So. Lautes Jubeln schallte durch den Wald. Neugierig folgte Rotkäppchen dem Lärm, bis sie eine Lichtung erreichte, auf der eine Bühne aufgebaut war. Ein blonder... Oh no. Ein blonder Mann marschierte über die Bühne und unterhielt das Publikum. Ich sage es euch, Leute, ich bin einfach der beste Spieler, rief er in diesem Moment und lachte herzlich. Er hielt inne und nahm einen Schluck aus seiner enorm großen Karaffe. Anschließend fuhr er mit lauter Stimme fort. Ich präsentiere euch nun ein großartiges Spektakel. Dafür brauche ich einen Freiwilligen. Sich melden!
wie die meisten anderen, hob Rotkäppchen die Hand. Du mit dem roten Mantel, komm auf die Bühne, rief der Mann. Überrascht folgte Rotkäppchen der Aufforderung. Wokram Mixam, Leute. Ich weiß gar nicht, ob ich das, warte mal, kann ich hier 700 IQ oder kann ich hier 900 IQ benutzen? Ich probiere mal was. Aber es sollte eigentlich nicht gehen. Das ist Maxim. Oder? Boom! Warte mal, ist es richtig? Ja doch, es geht. Es ist okay. Leute. Das ist Maxim. Ja, stimmt. Oh mein Gott, der Sub-Sound. Was ein Timing. So. Das ist witzig. Ich bin... Also, das ist auch zu viel Leben. Alle zwei Runden. Gegner halten 1 Schwäche. Okay, ich buff mich hier übelst. Sorte. Masse beeinflussen. Bin Influencer. So. 2 Stärke, 3 Panzerung, 1 Ausdauer. So. Okay, wir müssen mich selbst so schnell wie es geht besiegen. Wir machen erstmal random Shit. Und hoffentlich ziehen wir eine 3. Oder nothing. Manchmal ist es auch einfach nothing. So. Aber nächste Runde wird gut. Wir müssen trotzdem Full Attack gehen, würde ich sagen. Wir gehen trotzdem Full Attack. Wir können vielleicht einmal das hier noch machen. Was nochmal dazu führen würde, das... Warte mal. Kann ich meinen Nachsichtsstapel angucken? Nee, ne? Fuck. Bei einigen Games geht das. Aber hier wäre es auch jetzt super cheating. Na gut. Ah, fuck. Ich habe ja sowieso nur die schlechte Energie. Oh, look dead. War gut. Wir haben sehr viel verbrannt, aber war actually gut. So. Also, Ausdauer. Ah, ich habe hier keine grünen Sachen. Ich brauche grüne Sachen, damit ich mehr Optionen habe. So, hallo. Also, erhöht den zugefügten Schaden um 1, das ist klar. Panzerung erhält am Ende des Zuges 1 Block. Und ermöglicht dem Charakter spezielle Fähigkeiten einzusetzen. Oh, 7. Der will mein Einhorn töten, der spinnt wohl. So, ich habe 1 Immunität. Die Frage ist, ob ich ihn, also mich selber downbürste. Wir können jetzt halt sehr viel Schaden verhindern, aber auch sehr viel Damage machen. Wir können jetzt 16 Schaden machen. Das ist actually viel. Also, ich brauche mehr. Also. Ich brauche Hilfe. Ich brauche wirklich Hilfe. So, aber sie wurde jetzt. Also, sie hat nur einen Damage bekommen. Das ist nicht schlimm. Jetzt haben wir gute. Also, das ist jetzt gut. Guck. Jawohl. Okay. Guck mal, der hat mich geheilt. Also, so ein Horn ist geil. Das ist ein Geilhorn. So, hier habe ich ein bisschen Angst vor. Drei Energie, let's go. Drei Energie ist sehr gut. Das hier müsste 1 kosten, würde ich sagen. Also das wäre cool, wenn das 1 kostet. Statt 2. 2 ist zu teuer, um jemanden Stärke 1 zu geben, weil es sich ja so schnell abbaut. So. Also 4x4, 16. Wir müssen jetzt hier einfach draufhauen, die Blöde. Wir hätten jetzt sehr viel Glück mit den Draws gehabt. Das war ein sehr guter Draw.
Echt, Lilia. Richtig. Die sind alle in... Das ist stark. Ich glaube, ich one-shotte mich jetzt. Am I right? Or Emma Watson? Also, Bub. Dann Bub. Drei Energie, let's go. Tschüss. Ich bin einfach auf die Bühne gegangen und habe ihr einfach 10.000 Pfeile ins Face gerammt. Kaum war sie angekommen, hob er seinen Speer. Event unterstrich. Maxim Button Text 2. Was muss ich machen? Könnt ihr den Entwickler kurz reinschreiben, was jetzt passiert? Maxim besiegt Maxim. I did. No. Ich glaube, ich habe ja so einen Speer bekommen oder so, ne? Guck mal, Speer des Wokram. So. Look at this. Ziel hält ein Stärke pro Stärke. Also verdoppelt Stärke. Aber wir nehmen den nicht mit. Wobei, jetzt machen die Stärkekarten Sinn. Du bist der geilste Spieler, steht da. Ah! Na gut, das ist ja auch true. So. Wir nehmen den aber nicht mit. Wobei, nee. Irgendein Charakter hat die Stärke gesammelt. Ich weiß nicht mehr, wer. Weil der ist mir zu teuer. Nee, wobei, der geht preismäßig. Aber die Stärke ist mir noch zu teuer. Nimm, na gut. So. Bup. Alter, die Seiten voll ins Face. Oh, what the? Okay, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist zu viel HP. Geil, dass die das gleich im ersten Zug macht. Das ist übel nice, by the way. So, wir machen eine fixe Idee. Blumenstrauß, finde ich gut. So, der haut gleich zu. Das würde ich schon gerne verhindern wollen. So. Ich kann ihn verkaufen, wenn ich ihn nicht brauche. Ja, das Problem ist halt, ich werde erst nach dem ersten Run, also nach dem ersten Kapitel, rein können. Weil wir wollten jetzt das Event triggern. Und we did. Aber der Weg, es ist ja ein random, ist ja, die Maps sind ja random Design. Das bedeutet, wir können nicht ausweichen. Wir können also nicht einen Shop sehen. Wir werden in dem zweiten Kapitel so richtig shoppen gehen. So, also wir schützen uns erst, weil das Schwein, nicht das Schwein, sondern der Mann hier, was ja basically auch ein Schwein ist, er wird mich zuerst angreifen. So, dann haben wir noch drei Punkte. Wir können aber ein bisschen tricksen. Wir machen eine Verteidigung weg. Sammeln dann nochmal den Extra-Joker ein. Dann hauen wir das hier noch weg. Yo. Boah, dieses Nachziehen, also das Anfeuern ist wirklich nützlich in meinem Deck. Okay, wir hauen jetzt den Typen einmal, würde ich sagen. Ich kann nicht, weil ich... Ah, Positioning ist ein Thema. Ah, das darf ich jetzt aber nicht. Weil wenn ich jetzt tausche, greift der die Position hier, glaube ich, an, ne? Ja, dann machen wir den erst fertig. Da müssen wir aufpassen. Also ein bisschen kann sie ja auch leiden, das ist nicht schlimm. Das ist gar nicht so tragisch. Bup, 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 bup. So, Immunität ist drauf, das ist gut. Jetzt kommen die ganzen Würfel. Dann erst den Blumenstrauß, das ist dann die fixe Idee. Dann noch eine fixe Idee. Nice, wir haben Energie plus gemacht, das ist gut. Dann können wir hier Stärke erhöhen. Ja, also jetzt ist es worth. Ich glaube, jetzt ist es worth. Ja. Jetzt ist es safe worth. Mal Kraft sammeln weg. Okay. Jo, jetzt haben wir 8 und 7.
Fuck, es reicht nicht ganz aus, ne? Ah, oh, das ist so ärgerlich, die Breaking Points, ne? Ich töte. Ah, ich kann ihn gar nicht töten. Okay, wir machen die nächste Runde einfach beide platt. Wir kriegen jetzt ein bisschen Damage. Kriegen jetzt ein bisschen Damage und dann machen wir Pipipio. Also, weil jetzt sterben die ja nach und nach. So, Blumenstrauß. Boah, der haut jetzt auch richtig rein, du. Sechs Damage. Macht vier. Kacke, ich krieg die nicht tot. Wir können noch mal sammeln. Schade. Warte, wenn wir jetzt... Nee, wenn wir jetzt zielen, bringt auch nichts. Zwei Angriffe sind jetzt einfach mehr wert. Okay, wir töten jetzt den. Wir töten den. Wir kriegen jetzt einmal vier Damage. Also das ist ja auch ein stärkerer Fight hier, ne? Das ist jetzt nicht super tragisch. Wir heilen ja hier auch ein bisschen mit ihr gegen. Also man... Das ist ja kein No-Hit-Run. Sondern... Ups. Tut ab und zu weh. Run. Okay. Ab und zu auch mal Schmerzen. So, bumm, bumm. Ja, also unsere zweite und dritte Runden werden halt mega strong, ne, von den Werten her. So, aber die Kombo mit Zielen, die ist schon sehr stark. Ah, das habe ich. Das war dumm. Naja, wobei, nee, ich hatte nicht viel Choice. Schöne Grüße aus Schule. Ey, ey, ey! Aufhören! Die arbeiten sollst du. Schöne Grüße aus der Schule. Ist der zweite Monitor? Geht noch. Ihr sollt gefährlichst lernen, ihr seid die Zukunft. Ich will eine ordentliche Rente! Geh jetzt arbeiten. Große Pause. In der Pause musst du auch lernen! Fuck! Ah, nee, alles richtig. Du sollst in der Pause auch lernen! Flinke Bewegung, was ist das? Eins Eisern. Aber ist zu teuer. Rente, ja, Rente ist natürlich für viele ein Fantasiewort, aber. So ist auch Hoffnung ein Fantasiewort. Große Pause. Damals hatten wir hatten keine Pause früher. Wir hatten in den Pausen nochmal Mathe. Als wir auf unserem Vulkan gearbeitet haben. In der Mine. Wo wir nach Gold und Lithium geschuftet haben. Währenddessen noch drei Kinder bekocht. Als ich sieben war. Auf dem Gymnasium. Unter Wasser. Und heute. Heute nothing. Merke ich. So. Da ist wieder die Zielen und Wokram-Kombo. Aber wir müssen die, glaube ich, auch machen. Guck mal, siehst du den da? Der will mich hauen. Oh, das ist so disgusting. Warte, lass mal Mathe ein bisschen arbeiten. Also wir haben... Wir machen jetzt einen Vorbereitungszug. Es ist ein Wokram-Engel. Wir gehen full Wokram. Nee.
Wir gehen voll Wokram. Nee, das ist dumm, was ich jetzt mache. Ja, nee, das war einfach hohl. Das ist nicht gut. Naturally war actually wirklich lang. Also, der war wirklich scheiße. Das wollte ich meinen Kindern nicht antun. Da habe ich mich auf jeden Fall gesteigert. Oh, das ist gut. Angriffspotential ist da. Geil, dass die uns heilt. Ich mach die. Also das Value von ihrer Passive ist auf jeden Fall da. So, jetzt ist Mathematik die Frage. Jetzt ist Kräfte sammeln actually insane. Weil es ist bei Stärke 3. Stärke 3 heißt, wir machen 3, 5, 6 Damage. Wenn wir jetzt Kraft sammeln aktivieren, machen wir 4, 7, 9, 10 Damage. Also je mehr Stärke man hat, desto mehr ist das ja auch worth. Richtig? So 7 plus 6 ist doch 13, ne? So, wir machen mal zuerst das hier. Dann das. Dann das. Dann das, dann das. Und dann das. Das war schlau, weil ihr kennt mich. Okay, ich habe alles richtig gemacht. Der Speer von Mixam Wokram, Leute. Das ist Maxim. Scheiße. Ich muss sofort an den Zapfsau denken. Der Speer ist Instant Dunworth mit Zielen. Mit Zielen ist der Speer total insane. Guck mal, was ich mache. Guck jetzt hin. Guck. So, warte mal. Wir haben jetzt aber 6, also 5. Also wir töten den jetzt einfach. Oh, ich bin wirklich gut. Wir hätten jetzt länger am Leben lassen können. Also ein richtiger Pro-Gamer wäre jetzt noch 6 Runden im Spiel geblieben. Das ist auch nett. So, Papas Bogen. Verbündeter der 1 der folgenden. 2 Stärke. Was? Warum gibt der Papa Schwäche? Also Papas Bogen. Das ist ein Gamble-Bogen. Leute. Na gut. Ist ja die Frage, ob wir das zweimal nehmen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir überspringen das erste Mal. So. Jetzt Bonfire. Nicht in der Demo. Teamheilung. Charakterauswahl. Achso, ja, wir haben noch keine in Reserve. So, bumm, geheilt. Das war schon mal gut. Das wird dann wahrscheinlich später ein Buff sein für die entsprechenden Karten. Bin ich mir sehr sicher. Denkt dran, Early Access ist im Juli. Wie die Band, die wahrscheinlich nicht mehr existiert. Die Band von Silbermond ist das doch, Juli, oder? Wo Tim Bensko Frontsänger ist. Mit echt. Okay, der will mich vergiften. Vergiften ist übrigens total entspannt. So. Dann, bam. 7. Pass auf, normalerweise würde ich Zielen machen. Aber wir machen mal das hier weg. So, er hätte nämlich die Combo hier. Und die Combo ist actually sehr worth.
Wir haben nur kein Schild. Aber das kostet 3, dann haben wir noch 3 übrig. Also wir können noch ein Schild zielen. Ziehen, meine ich. Damn, ich bin ein übelst guter Spieler. Also wir machen das. Dann den Speer. Und dann chillen wir. Der wird uns zwar kurz vergiften, aber juckt nicht, weil das Gift wird eh sofort gegenhalten. Laut Spotify hat Juli letztes Jahr ein Album rausgebracht. Das ist krass. Leute, das ist wirklich gut. Juli ist einfach krass. So, Ruhe bitte. Einer von euch versucht, sich hier zu konzentrieren. Also, weg, 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 weg. Der macht richtig viel Schaden. Der macht nur Vergiftung. Vergiftung ist egal, weil das halt eh gegen. Der da nervt ein bisschen. Den da können wir vielleicht zerstören. Also 7 plus 6 plus Death. Das hätte mathematisch nicht hingehauen. Das hätte mathematisch nicht hingehauen. Boom, immun. Immun ist echt gut. Das war die richtige Entscheidung, diese Fähigkeit freizuschalten. Der Dorfbewohner ist geschwächt. Boom. Ja, sehr schwächt sie hier. Das ist total sinnlos. Also sie ist wirklich nur, sie ist bisher nur ein Healbot. Oh, das ist sehr gut. Hat mal sehr viel Luck. Okay, den one-tappen wir, ne? Ah, ich hätte lieber ziehen müssen, glaube ich, ist ja besser. Egal. Bam. Bam. Fuck! Ja! Powerplay! Ist ein Powerplay. Es sah so aus, als wenn ich verkackt hätte. Und dann, wie aus dem Nichts. Super klug. Das war richtig gut. Nicht so absichtlich, aber trotzdem gut. So, das ist jetzt ein wütender Dorfaufseher. Der hat nämlich seine ganzen Homies verloren. Wir verlieren leider einen Würfel, aber von 5 auf 4 ist gar nicht so schlimm. Von 5 auf 4 ist actually überhaupt nicht schlimm. Also das hier, diese verbesserte Bogen-Shit, so gut. Geil. Okay, das sieht sehr gut aus, Leute. Das macht auch entsprechend viel Spaß. Aber Papas Bogen können wir nicht nehmen. Die rettende Idee ist, also, wir können halt Kraft rausnehmen und dann können wir mehr ziehen und die Hoffnung durchs mehr ziehen ist, dass wir, ja, dass wir mehr ziehen. Ich weiß nicht, ob es später hier auch Artefakte gibt, die auch noch Sachen ausgelöst haben. Weil das jetzt zum Beispiel bringt uns nicht viel. Also der Shop ist das Wichtigste eigentlich. So, weil jetzt kommt der erste Boss. Das ist der Wolf. Und das Coole ist, ich spoilere euch jetzt, weil wir haben das ja schon gespielt. Tiefer in den Wald. Tiefer als Rotkäppchen je zuvor gewesen war. Endlich erblickte sie eine vertraute Gestalt. Sie trug einen blauen Rock mit Schürze und ein rotes Halstuch. Aber die Gestalt war sehr haarig und als sie sich bewegte, erkannte Rotkäppchen einen buschigen Schwanz und große Pfoten mit scharfen Krallen. Das ist meine Mutter. Ein Wolf.
Noch bevor Rotkäppchen etwas tun konnte, wurde der Wolf auf sie aufmerksam. Sie hob eilig den Bogen, um sich zu verteidigen, und der Wolf schreckte zurück. Aber einen Moment später sprang er mit ausgefahrenen Krallen auf sie zu. Ach, den Mod. Vielleicht auch ein Mod. Rotkäppchen kämpft gegen den Wolf. So, ihr seht schon, der Wolf hat zwei Formen. Bup, 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 weg. Oha, die Kombo ist schon da. Aua, was ist das? Ah, Beute. Ja, Beute war so eine Extra-Mechanik, die auch sehr schmerzhaft war. Lucky! Das heißt, wir können eine Kombo rausdrücken, würde ich sagen. Wir machen eine Kombo. Oh! Scheinfolge. So, jetzt können wir theoretisch zweimal verteidigen. Was wir theoretisch nicht können. Also wir machen so. Und machen noch mehr Kraft sammeln. Das Problem ist halt, wir haben keine extra Energie gezogen. Wir haben keinen verbesserten Bogen gezogen. Was sehr scheiße ist. Was ist das? Beute. Ach, Beute heißt, ich werde gleich aufgegessen, ne? So, die zwei Joker sind schon mal sehr gut. Drei Joker, alles klar. So, wir machen erstmal zwei Blumensträuße. Weil jetzt können wir fixe Idee ziehen, um dann nochmal fixe Ideen zu ziehen. So, der macht jetzt dreimal. Dreimal drei pro Beute. Das tut weh. Wir können aber viel davon verhindern. Und das machen wir auch. Scheiße, ich muss zuerst ziehen. Das wäre besser gewesen. Okay, aber so ist in Ordnung. Also, der macht jetzt noch ein bisschen Schaden. Wait a minute! Warum habe ich jetzt keinen Schaden gekriegt? Also warum habe ich jetzt... Also es war doch eins zu wenig, oder? So, jetzt haut der den hier. Das ist eklig. Also wir machen jetzt fixe Idee in den Nachziehstapel. Und dann ziehen wir. Wie blöde. Dann machen wir das und das. Weil wir wollen ja nächste Runde übelst viel Energie haben. Dann das. Dann machen wir noch mehr Energie. Geil. Dann machen wir nochmal das. Immunität haben wir jetzt verloren. Bruder, wir haben ultra viel Schaden jetzt. Bruder, wir sind... Also, jetzt traf ich langsam. Das Ding ist halt... Also, der Vorteil von diesem Roguelike ist, dass Buffs, die du dir machst oder bekommst, bleiben. Bei vielen anderen Games bauen die sich quasi pro Zug ab. Hier bauen die sich on-hit ab. Das heißt, ich kann übel sick aufbauen. Das heißt, man könnte auch eigentlich so spielen, dass man den Speer noch länger behält. Und dann komplett ausrastet. Ich glaube, das ist actually worth hier. Ich glaube, wir machen so. Ach nee, das war was ganz anderes. Ich bin dumm. So, okay. Bumm. Bumm. Ja, und dann eigentlich... Scheiße, das war jetzt wrong order. Ich hab jetzt die Würfel nicht angeguckt. Scheiße, ich muss aufmerksamer sein. Du musst tatsächlich die Würfel angucken. Jetzt war ich immun gegen ihn, was auch sehr gut ist. Ah, das war dumm.
Aber ich glaube, ich töte den jetzt einfach. Weil ich trotzdem noch übel strong bin. Also wir machen das Ding. Mal das. Zwei Energie, das ist gut. Wir haben schon mal nicht Minus gemacht. Dann noch eine fixe Idee. Dann noch eine fixe Idee. Dann nochmal den Free Bogen. Dann nochmal zielen. Und dann deleten wir den. Das war... Lol. Das war ziemlich geil. Ein Würfel. Das ist auch gut. Okay, jetzt seht ihr schon, jetzt wird es langsam interessant. Boah, das ist aber teuer. Aber das bleibt, ne? Der Wolfspelz bleibt, glaube ich, unendlich. Ja, also bis zum Kampfende. Verbündeter. Unerwartete Sanftmut. 4 Block. Ängstlich und erzürnt. Ja, der Wolf kann nämlich auch angreifen. Gegner können den Charakter mit Beute von jeder Position aus angreifen. Also du baust dann, du kannst quasi dein Deck dann so bauen, dass sich dann das quasi um den Wolf dreht. Den nehmen wir auch mit. Na, das ist zum Beispiel deine Passive zu Beginn der Runde. Gegner hat 1 Beute. Nimmt 3 Schaden. Gegner hält 1 Beute. Selbst 1 Fragil. Das heißt, du kannst quasi auch deinen Schaden übel stacken. Und der braucht normale Würfe, also egal welchen, und rote. Das heißt, wir können jetzt rote Würfel actually in Damage umwandeln. Aber nur dann, wenn 4 Beute drauf ist, weil sonst ist der Bogen mit 4 Schaden legit besser. Und hier ist es super viel, wenn wir Beute stacken, dann großes, großes Maul. Bestätigen. Okay, aber das nehmen wir nicht mit, würde ich sagen. Wir bleiben, glaube ich, sehr Rotkäppchen-lastig. Bitte den Froschkönig reinspielen. Schweratmend, ja, stand Rotkäppchen über dem pelzigen Biest, das geschlagen am Boden lag. Und jetzt sag mir, was hast du mit meiner Großmutter gemacht? Rief sie. Der Wolf hob vorsichtig den Kopf. Oh. Großmutter? Großmutter? Fragte er mit einer überraschend sanften Stimme. Ich kenne deine Großmutter nicht. Die Antwort wirkte so ehrlich, dass Rotkäppchen beinahe geneigt war, ihm zu glauben. Woher hast du dann diese Kleidung? Fragte sie unsicher. Ich mache sie selbst, entgegnete der Wolf und deutete auf einen kleinen Korb mit Wollknäueln nur wenige Meter entfernt. Aber warum hast von seinem du mich eigenen dann Fell angegriffen? Fragte sie bestürzt. Der Wolf setzte sich vorsichtig auf und deutete diesmal auf ihren Bogen. Das ich stimmt. Dachte, du greifst mich an und wollte mich verteidigen. Wölfe haben viele Feinde. Das stimmt. Rotkäppchen gerade konnte in Brandenburg nicht glauben, dass sie den unschuldigen Wolf so missverstanden hatte. In ihr regte sich Mitleid. Wir haben trotzdem einige Pfeile in den reingeballert. Achso. Sie streckte die Hand aus, nahm eine der weichen Pfoten in die Hand und fragte sanft: Willst du mich nicht begleiten? Gemeinsam werden wir den Leuten zeigen, dass nicht jeder Wolf böse ist. So machten sich die beiden auf den Weg, um zusammen nach Rotkäppchens Großmutter zu suchen. So. Fortsetzung folgt. Boom. Jetzt haben wir noch einen neuen Charakter. Und jetzt geht Kapitel 2 los. Gegen die Hexe. So. Ich schieße einen Speer mit dem Bogen. Theoretisch ja. Aber der Speer ist, glaube ich, nur zur Motivation da. Ein motivational Speer. So. Kapitel 2. Abenteuer in der Stadt. Dank dem Wolf, der sich in dem tiefen Wald gut auskannte, dauerte es nicht lange, bis Rotkäppchen durch die letzten Bäume hindurch die Stadt erblicken konnte. Sie war schon öfter mit ihrer Großmutter oder ihrem Vater dort gewesen. Nur selten allein und noch nie mit einem Wolf. Auch wenn es kein typischer Wolf war. Er rückte die Schürze zurecht und versuchte anschließend noch sein Fell zu glätten. Ich war noch nie in der Stadt, sagte er leise zu Rotkäppchen. Ich auch nicht. Wie ist das da so? Rotkäppchen dachte einen Moment lang über die Frage nach, bevor sie antwortete. Es ist laut und durcheinander, aber auch aufregend und gemütlich.
Die Menschen dort sind sehr freundlich. Sie werden uns bestimmt helfen, meine Großmutter zu finden. Uns wird bestimmt nichts passieren. Der Wolf wirkte nach ihren Worten etwas ruhiger und ging mit ihr die gepflasterte Straße entlang, die zur Stadt führte. So. Also die Stadt ist trotzdem sehr gefährlich. Ich glaube, wenn wir... wir wandern immer hoch. Seht ihr das? So, wir brauchen einen Shop. Das ist das Erste, was wir machen. Wir scheißen auf alles andere. Wir müssen einkaufen. Wir haben 2000 Gold. Sorry. Okay. Eine reinliche Ratte. So, jetzt können wir zum Beispiel darauf achten, dass wir auch rote Würfel kriegen, weil wir mit roten Würfeln jetzt actually was anfangen können. Also am Anfang muss man nicht so nachdenken. Ich würde sowieso, glaube ich, alles mit Rotkäppchen machen, weil die einfach OP ist. So, der hat die sofort markiert, weil ist ja auch eine Ratte. Wir gucken erstmal, wir haben hier nichts Gutes gezogen. Ne? Wir haben 6 Würfel, was kinda good ist. Und ich glaube, wir werden einfach nur stumpf angreifen. Weil die Vergiftung ist nicht so schlimm. Dann hat sie was zu tun wenigstens. Das Problem ist halt, sie heilt nicht einen verletzten Spieler. Oder Charakter. Sondern meistens wird, als würde ein random Charakter geheilt. Was ein Unterschied ist. Weil es kann sein, dass sie quasi niemanden heilt. Ja, also, dass sie halt jemanden heilt, der ohnehin schon Full HP ist. Das war lucky. Aber ich glaube, das Gift triggert jetzt einfach gar nicht, ne? Weil es triggert, glaube ich, am Ende meiner Runde. Ja. Also manchmal ist Brutal Force einfach the way to go. So. Zier hält 2 Stärke. Zier nimmt 3 Schaden. Das ist nicht bad. Weil das Einhörnchen heilt halt im besten Fall hoch. Und für ein Mana 2 oder für einen Würfel 2 Stärke ist schon echt gut. Und das ist nett, aber. Wir nehmen das mal. Und jetzt gehen wir in den Shop. Und jetzt wird richtig eingekauft, Junge. Also, wir können die reinliche Ratte nehmen. Wir kaufen erstmal einen Würfel. LOL! Pay to feed. Fütter die Ziege, erlaubt es dir, eine Karte aus deinem Deck zu entfernen. Sogar übelster Schnabber. Wir können jetzt einen neuen Charakter haben, theoretisch. Können wir den noch angucken erstmal? So, Marschall Lüge. Verbündeter erhält 2 Unsicher. Unsicher heißt -1 Karte. Zu Beginn... Wirft 2 zufällige Karten ab. Erhalte 3 Würfel. Normalisieren. Also das klingt auch wichtig. Ha. Goldenes Nugget. Zu Beginn jedes Zuges aktiviere zufällig. Ein Verbündeter hat 1 Energie oder ein Verbündeter hat 1 Einsicht. Einsicht. Ziehe +1 Karte. Ist ganz schön teuer, aber ist durchgehend gut. Weil es wird auch verbannt. Eigentlich eine geile Karte. Nehmen wir mal. Ich weiß nicht, ob ich die Ratte holen soll. Aber die hat diesen Heal-Effekt, richtig? Guck mal. Ja, wir holen mal die Ratte. Also ein Zuhörer. Ah, nee, der hält immun. Zerfällt einen zufälligen Status, tausche selbst. Okay. Oh, das ist eigentlich cool. Wir nehmen die, glaube ich, mal mit, würde ich sagen. Leute. Ist eigentlich gar nicht gut. Ja, genau. Das habe ich mir auch gerade aufgefallen. Wir nehmen die Ratte mal mit, aber wir müssen, glaube ich, die beiden so in die Mitte stellen, damit die jeden angreifen können. Da haben wir ein Random Heal und ein Random Immunität. Und Immunität ist immer gut. Weil das stackt. Das bleibt ja einfach liegen. So.
Das wird sehr gut. Sollen wir eine Froschkönig-Runde anfangen? Wieso? Ich mache erstmal das. Oh, das dauert das zu lang. Meint ihr, weil das zu lange dauert? Aber jetzt bin ich gerade übel heiß. Ich mache jetzt noch eine Runde, weil ich noch eine Runde testen will, okay? Beides. Rotkäppchen biss mit einem großen Appetit in das Stück Brot, welches sich gerade bei einem Händler, gekauft hat. Sie hielt kurz inne, um ihren Beutel wegzustecken, als jemand ihr auf die Schulter tippte. Sie drehte sich um und stand einem jungen Mann gegenüber. Er hatte ein prallvolles Bündel in der Hand und lächelte sie freundlich an. Möchtest du vielleicht tauschen? Nicht tauschen. Wir tauschen nicht, weil beim letzten Mal habe ich so was Cooles bekommen, aber es wurde etwas random entfernt. Und random entfernt will ich jetzt nicht. Weil vorher war das gut. Aber jetzt nicht. So, die Kosten bleiben gleich. Begleitertraining. Verbinde 1 Energie. Erzeuge 1 Energie für 1 Runde. Charakter kann keine Aktion. Okay, das ist stark. Kostet aber ultra viel. So. Ziel. 3 Block. 3 Spiel. Warte mal, was? Alle Verbündete erhalten Eisern. Krass. Okay. Brauchen wir aber nicht. Ich will noch einen Kampf machen, okay? 850 mit Ziege zu füttern. Ja, die Ziege haben wir auch ordentlich gefüttert. Also wir haben das jetzt 5-mal benutzt, die Fähigkeit. Da ist das, denke ich, okay. So, also jetzt müsste mein Deck eigentlich ziemlich geil sein. Eine weitere Stadtwache, alle 5 Runden. Aber keine schlechte Passive, also die Idee ist gut. So, also, Blumenstrauß. Mehr Energie. Das ist ein One-Shot-Engel. Wow. Nein! du nimmst den. So. Das lasse ich so nicht mit mir machen. Ich weiß bloß nicht, ob ich jetzt mit denen angreifen kann. Geil, die Free Immunität ist ultra. Ja, kann ich. Nice. So, dann Blumenstrauß, Idee. Wir machen trotzdem das Zielen, weil es mit Immun einfach so illegal gut synergiert. Heute, ich bin total OP. Und ihr wollt euch jetzt den Froschkönig machen, oder was? I can't. Oh, warte mal. Kann ich meine Teamaufstellung ändern? Ah, nee, die ist ja so von Anfang an. Leute, das ist, ich bin übel gut. Das könnte ich eigentlich immer nehmen, ne? Eins bezaubert. Ziel spezifisch verwandelt. Was? Die ist 3 Karten ziehen, aber ich kann auch eine Karte ziehen. Die Nachtschicht der Nachtschicht?
Außer du spielst länger. Wir können doch bis 12 machen. Ich überlege, ob ich das hier hole, weil das einfach schlichtweg gut ist. Die Frage ist, ob ich noch eine entferne. Ich glaube, Block sollte ich trotzdem mindestens einmal mitnehmen. Aber ich glaube, ich bin hier so ein Damage-Bild. Ich brauche mehr Blumensträuße. Vielleicht sollte ich sogar die Brotkrümel mitnehmen. Ich glaube, das synergiert mit meinem Bild. Das machen wir jetzt noch schnell zu Ende. Das schaffe ich. Guck mal, wie gut ich bin. So, das ist eine Kommandantin. Und das ist ein kleiner Hochwohlgeborener. So. Aber wenn er die... Also wenn er sie geheilt hätte. Oh, what the fuck. Okay, also den müssen wir sofort vernichten. Der wird den hauen. It is what it is. So. Okay, das müssen wir machen. Also erstmal das. Das ist wichtig. Das werfen wir ab. Dann Blumenstrauß, Idee. Okay, der kriegt 5 Schaden. Da können wir eigentlich verteidigen. Speer werfen wir weg. Noch einen Blumenstrauß. Okay, ja, das war nicht so worth. Also das ist wichtig hier. Die Vorbereitung für den nächsten Zug ist sehr wichtig. Aber jetzt müssen wir den dort komplett aus dem Leben schallern. Das ist wichtig. Wir müssen schallern. Look at this. Nice. Okay, ja, das sieht gut aus. Also, erstmal das hier. Dann save das. Dann das, dann das, dann das, dann das. Dann das. Ah, okay, das war ärgerlich. Dann das. Dann das. Dann das. Dann das. Dann das, dann das. So! Who wants to die? Finde ich cool. Ich meine, naja. Ist halt ein offensives Bild. Du nimmst den Schaden. Das ist das Tankhorn. Ich bräuchte vielleicht doch ein paar Heal-Spells. Guck mal, sie heilt sich selbst. Das ist toll, Leute. Was macht er? Egal. So, also wir haben ein bisschen HP verloren. Aber das ist taktisch sehr klug. Warum ist es taktisch sehr klug? Weil... Seht ihr, da kamen 300 Bits rein. Weil wir ja ohnehin so ein Lager haben, wo wir uns ausruhen. Oh, das sind aber viele. Wait, warum sind das so unnötig viele? Die rufen alle eine weitere Schildwache. Der hier auch. Ein Block und eins Ausdauer. Ich regle das. Aktiviere zufällig. Schildwache erscheint auf dem Spielfeld. Oder Speerwache. Also den machen wir zuerst tot. Ja, das ist ein bisschen komisch. Ich kann da nicht... Also wenn die heilen könnte, wäre geil. Nö, wir machen erstmal das.
Dann das. Dann das. Dann das. Dann das. Dann mussten. Dann. Fuck. Ah. Ja, ich glaube, ich kann Wokram jetzt nicht spielen. Ich muss es, glaube ich, spielen. Oh. Ja, es ist schon mal einer weniger. Aber wir kriegen auch richtig viel Schaden. Was das Lagerfeuer sehr effizient macht. Wir wollen ein effizientes Lagerfeuer. Richtig? So, also erstmal das. Dann eine gute Idee. Noch eine gute Idee. Dann das, dann das, dann das. Also wir snowballen halt sehr krass mit viel Energie. Warte mal, wir können das. Wir haben das nicht aktiviert, das ja. Ich muss das trotzdem machen. Okay, also wir versuchen jetzt mal einen zu töten. Der haut den Wolf, der haut den Wolf, der haut das. Also die ist schon sehr müde. Ja, das war ein strategischer Fehler von mir. Also, der Heal von ihr jede Runde muss ja Value haben. Once upon a Rogue Tale heißt das Spiel. Oh, wie viele Würfel wir haben. Wir gewinnen das auch. Sure. Guck mal, wie viel Energie wir haben. Look at the Masse auf Energie. Also. Wir töten jetzt den hier. Was zur Swappen. Mann, jetzt muss der verteidigen. Ist das ärgerlich. Ich könnte nochmal swappen. Was jetzt ein bisschen dumm ist, weil ich verschwende die Verteidigung. Oh, oh, eine Runde noch. Die kleben so aneinander. Also wir müssen jetzt in dem Zug töten. Dass es nicht leicht wird. Also das ist geil. Gucken, wie viel wir hier produzieren. Ich bin schon ein toller Spieler, actually. Aber ich will nicht nochmal... Warte, ich könnte... Wir machen erstmal so. So. Jetzt könnte ich hier das beides miteinander kombinieren, richtig? Oh. Was? Kein das Schlaues. 16. Aber 16 ist eh der Tod, ne? Okay, wir haben es geschafft.
ist mir nicht, das ist nicht gut genug. Ich brauche auf jeden Fall das Lagerfeuer da oben. Hier wird die Geschichte weitererzählt, ist auch wichtig. So, nochmal goldene Nuggets. Nee, das ist gut. Und das. Sowas hat mir jetzt nicht gefallen. Ich meine, ohne Block zu spielen ist auch irgendwie hart. Aber das ist eigentlich wichtig. Ich brauche Karten. Ich brauche quasi immer unendlich Energie. Das ist die Idee vom Deck. Aber zwei zufällige Karten abwerfen, das ist mir zu unsicher. Das ist wirklich unsicher. Wir gehen, glaube ich, also hier geht die Geschichte weiter, ne? Mach mal Event. Event ist immer cool. Im Herzen der Stadt blüht ein prächtiger Garten. Eine kleine friedliche Oase inmitten des hektischen Treibens. Dort wuchsen dicht nebeneinander Blumen, Kräuter und allerlei Gemüse. Besonders auffällig war eine Reihe dicker Rüben, die aus der Erde herausragten. Sie waren so reif, dass sie förmlich darum bettelten, gepflückt zu werden. Rotkäppchen schaute sich um, doch der Besitzer des Gartens schien nicht da zu sein. Dabei hätte sie so gerne eine Rübe probiert. Neben den Rüben lag ein Korb. Bestimmt hatte der Besitzer vor, das Gemüse heute zu ernten. Vielleicht könne sie ihm helfen und im Gegensatz dafür eine Rübe bitten. Also wir pflücken die. Was machst du da? Fragte eine tiefe Stimme. Oh, shit. Scheiße. Na, aber es ist nur ein Ziel. Also gegen ein Ziel werde ich ja wohl gewinnen. Leute. Okay, also er hat schon mal, der erste Zug hat er schon mal gewastet. So, dann müssen wir die hier abwerfen, weil es zu riskant. So, dann die Edelsteinkiste, die nehmen wir. Jawohl. Wir könnten jetzt wieder 16 Schaden machen, aber ich denke, die Runde vorzubereiten ist besser mit dem Unendlichkeitsbuff. Ah, fuck, das war ein Fehler. Ich hätte zuerst ziehen müssen, weil dann hätte ich das hier noch machen können. Das war dumm. Wer bist du denn? Wieso ist da so ein Rabe? Boom, markiert. So, da kommt jetzt die ganze Energie rein. Der schlägt jetzt zu. Ach, der macht immer mehr, oder was? Rübenzahlbär erscheint. Ach, so. Aber der hat nur 10 Leben. Zehn Leben ist actually sehr wenig. Ah, schade. Das war ein wasted turn. Fuck. Nee, ich glaube, wir müssen das wegmachen. Es wäre sehr nützlich, das zu behalten. Da kann ich zweimal angreifen. Ja, ich glaube, das war schon ganz worth. Wir haben ein gutes Deck, Leute. Oh, der Bär, der hat mehr Leben. Aber eigentlich nicht viel mehr. Ich merke die ganze Zeit, dass, also wenn das Einhorn 3 Leben heilen würde, dann wäre es schön. So, 1 Energie, let's go. So, wir machen einen Doppelblumenstrauß. Dann haben wir eine tolle Idee. Dann haben wir eine tolle Idee. Dann haben wir eine tolle Idee. Dann Kiste. Schade. Kiste. Ja. Das ist eine Combo hier, actually. Ne? Das sagt das Spiel uns nicht, aber es ist eine Combo. So. Oh ja, das synergiert. Toll. Fuck, ich krieg die Brotkrümel nicht weg. Aber eigentlich müsste ich sie spielen. Aber eigentlich auch nicht. Stopp.
Jetzt hat er keinen Schaden gekriegt. Was holt er jetzt? Er litt einen Schaden, 1 Panzerung. Gesundheit muss 19 schon weniger tragen. Ach, jetzt macht er wieder einen Raben. Okay, der Rabe ist ja kacke. Außer der Rabe hat jetzt 14 Leben. Okay. Das ist einfach so ein Druide. Aber wir werden ja immer stärker. Also wir kriegen ja, guck mal die Zahl der Würfel an, die ich hier bekomme. Die wird ja immer schlimmer. Finde ich. So, bumm, bumm, bumm. Wir müssen jetzt eigentlich trotzdem mehr Karten ziehen. Aber ich glaube, das ist auch unsere Methode, jetzt hier zu gewinnen. Also, wir machen Zielen. Dann machen wir den Speer. Und dann machen wir den Bums. Ja. Oh. Ach so. Hä? Na gut. Also er suffert. Aber wir können nichts machen. Oh, mein Rücken. Oh, ich mache mich ganz gerade. Ganz gerade und ganz groß. Jetzt sind die. Jetzt ist zu viel. Jetzt habe ich den nicht töten können. Guck mal, wie die hier healt, Mann. Also, erstmal Blumenstrauß. Dann Idee. Noch eine Idee. Noch ein Blumenstrauß. Energie, Energie, Energie. Jawohl, wir machen Plus. So, jetzt hat der hier theoretisch mehr Stärke. Ich kann nur den Bären angreifen. Und der auch. Okay, dann machen wir das Ding. Dann haben wir 10. Aber ich habe keine Immunität, das ist eigentlich nicht geil. Warte mal, wir machen... Das war Fehler. Warte mal, das war Fehler. Also wenn wir jetzt Artefakte hätten, die zum Beispiel sagen müssen, immer wenn du eine Karte ziehst oder nach jedem fünften Zug gibt es 3 Schaden oder so, dann wären wir jetzt also insane. Will ich nur sagen. So, der haut jetzt den Wolf, ne? Ja, das läuft noch nicht so gut. Ich glaube, ich muss die erst aus dem Leben buffen. Ja, ich glaube, es ist besser, die Leute aus dem Leben zu buffen. Kannst du die Finde nicht auf Gegner machen? Könnte ich mal probieren. Wäre auf jeden Fall lustig. Könnten wir probieren. Alter, Alter. Habe ich eigentlich so ein paar Handkarten, oder? Wie ist da so euer Eindruck? Damn, son. Gatling, let's go. Also, das ist jetzt... Was ist das? 2 kostet das? Das sind 7. 7 mal 4 ist mehr als genug, oder? Das müsste doch jetzt reichen. Wait, ihr bleibt da? Sinnvoll? Nur 4 Schaden. Das ist zu wenig. Ich kann das actually auf den machen. Oh, das ist witzig. Danke, das ist ganz schön. Das ist klug. Das könnte mal wichtig sein. 3 Schaden für einen Mana ist actually sehr billig.
Ja, aber die Ratte wird es kassieren. It is what it is. Jo, da ist ein Affe. Vielleicht fliehen die auch. So. Dankeschön für 4 Monate. Bup, 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 bup. Bestätigen. Also. Guck dir das an. Ist das dumm? Okay, schade. Na gut. Ging das jetzt nicht? Doch. Okay, also es ist nicht clean, was wir hier machen. Wir kassieren schon sehr hart. Ich wollte doch nur Rüben für euch pflücken. Sie sahen so reif aus, Ritualköchin. Du hast also erkannt, wie besonders meine Rüben sind, sagt er freundlich. Ich würde mich freuen, wenn du mir beim Pflücken hilfst. Geil. So, der kann... Bei erlittenen Schaden, Rübezahl erhält 1 Panzerung. Okay. Verbündeter erhält 2 verzaubert. Verwandte Verbündete in Rübezahl. Rübezahl Rabe und Rübezahl... Das ist ein Huhn, oder? Aber ist diese Verwandlung gut? Ich meine, ist wahrscheinlich besser als die Ratte. Zumal die Ratte ja echt müde ist. Ich meine, die Immunität, die die Ratte gibt, ist schon kinder cute. Also das machen wir noch. Oder wobei, wir können jetzt aber, wenn ihr wollt, können wir jetzt auch schon zum Hauptmenü gehen. Machen wir das jetzt so, dann machen wir jetzt noch schnell den Raben. Den Frosch. Okay. Der Frosch. Am Ende des Rundes verliere einen Würfel. Der Froschkönig verliert 1 Müdigkeit. Okay, das ist auch cool. So, wir gehen die Events entlang, oder? Weil die sind cool. So, der Froschkönig. Es war einmal ein junger König in einem weit entfernten Land. Die meisten anderen Könige würden jetzt im Thronsaal sitzen, aber dieser rannte panisch durch die Straßen, weg von seinem Schloss. Genauer gesagt, hüpfte er. Der König trug immer noch seine Krone und seinen prächtigen roten Mantel. Aber er besaß nicht mehr den Körper eines jungen Mannes. Stattdessen war er ein runder, grüner Frosch. Der war rund. Er konnte die Gesichter der Menschen nicht sehen, aber er hörte ihre erschrockenen Schreie, als sie vor ihm zurückwichen. Der Arme. Seit er an diesem Morgen als Frosch aufgewacht war, behandelten ihn alle wie etwas Ansteckendes. Der Froschkönig floh aus der Stadt und hüpfte weiter, bis er schließlich eine menschenleere, dunkle Höhle fand. Die ganze Zeit über... Hat der einen Arsch? ...wer ihm so etwas nur antun konnte. Der Froschkönig hüpfte immer tiefer in die Höhle, bis ihm seine Kräfte verließen und er erschöpft in der Dunkelheit niedersank. In der Höhle war es nicht nur dunkel, sondern auch kalt. Er hatte sich noch nie so einsam gefühlt. Zum Schloss wollte der Froschkönig aber nicht zurück, solange er in dieser Gestalt gefangen war. Er beschloss, sich in der riesigen Höhle etwas genauer umzusehen. Die Optik. Wer weiß, was es hier alles zu entdecken gab. So. Dann schauen wir mal. Oh mein Gott. Riesiger Zwerg. Hat er einen Regenschirm in seinem Bauch? Warte mal, was brauche ich? Ich weiß nicht, welche Farben ich brauche. Doch, ich weiß es. Wenn man intelligent ist, weiß man das. Volltreffer. So, der Frosch erhält 2 Eisern. Fähigkeit energielos ändert sich zu Verwandlung. Abwerfen. Eine Karte wird auf den Ablagestapel geworfen. Ah, nur wirft 2 zufälligen Karten ab. Bewirkt nichts. Verwende diese Fähigkeit verschlingen. Ah,
okay, okay. Zwei zufällige. Bruder, was ist das für ein Start? Was ist das für ein Start? Verbündeter erhält zwei Panzerungen. Warte mal, aber warte mal, Panzerungsstapel? Halt, halt, halt. Baut sich das ab? Es baut sich ab. So, der bringt sich selber um. Okay. Sie nicht abbauen würde, wäre keiner geil. So. Okay. Also, wir müssen auf jeden Fall verschlingen. Erhält den Block. Okay, der macht jetzt nichts. Der macht mich jetzt einfach noch fragil. Mehrere Gegner nehmen einen Schaden. Verwandle den Frosch in der Froschkönig. Der nimmt Rot. Wait. Der nimmt nicht das, der nimmt Rot. Ich kann ihn verwandeln. Wait, was? Warte mal. Ach so, das ist ein Damage. Entschuldigung. Das ist ein Damage, mache ich. Und dann verwandle ich mich. So, was haben wir denn? Hier, aha, hier braucht ihr das Gelbe. Okay. Okay, das ist dann so ein AOE-Damage. Cool. Wie lange bleibe ich denn so? Ich glaube, es ist wahrscheinlich die ganze Zeit so, ne? Den Frosch in den Froschkönig. Ich glaube, das ist quasi wörtlich genommen. Das heißt, wenn die Karte der Froschkönig heißt, verwandelt er sich in der Froschkönig. Deswegen ist das so komisch geschrieben. So, der schlägt mit 6 zu. Das ist ein bisschen kacke, ne? Das ist ein bisschen kacke, aber da können wir nichts machen. Ein Damage werden wir nehmen. Wait, 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 warte mal. Jetzt muss ich mich richtig konzentrieren. Ich muss hier nochmal ganz kurz gucken. Verliere einen Würfel. Der Froschkönig hat 2 Stärke und 1 müde. Ah, das ist nicht gut. Müde, also, dass er sich steigert, ist sehr geil. Aber müde ist kacke. Aber wir können halt, wir haben wenigstens noch Decision Making am Ende. Das ist eigentlich ganz geil. Wir haben noch ein bisschen Decision-Making, wenn wir einen Würfel mehr haben. Nur dieser Verlust von einem ist echt nicht gut. Das ist ein Riesenproblem. Killing. So. Kriege ich den tot? Er hat 18 Leben. Ich kriege ihn nicht mehr an, das weiß ich tot. Weil das hier ist eine coole Idee, weil wenn wir 5 Würfel haben, jetzt den abgezogen bekommen, haben wir tatsächlich einen übelsten Monster Punch. Und die Frage ist, ob der Monster Punch auch AOE scaled. Das war lucky. So, die Frage ist, ob der Monster Punch AOE... Er scaled mit AOE! Oh my god. Das ist dann quasi ein Board Wipe. Munch Punch Frosch, ja. Ja, also die Stärke-Scaling ist hier sehr, sehr interessant, weil du behältst das halt.
Andere vier Würfel in Joker. Alter, der Diener. Verbündete verliert zwei Schwäche. Verbündete verliert zwei Fragil. Okay, Verbündeter erhält zwei Block. Verbündeter erhält zwei Panzerung. Oh, diese Müdigkeit, die nervt. Aber der Diener, Bruder. Der Diener ist worth. Ah, ich hab danach noch einen Shop, okay. Obwohl der Froschkönig schon lange in dem gigantischen Höhlensystem unterwegs war, fand er immer wieder versteckte Gänge und Höhlen. Einer dieser Gänge war so niedrig, dass selbst ein Frosch nur knapp hindurchpasste. Er war länger als gedacht und wurde immer enger und enger. In einer gefühlten Ewigkeit landete der Froschkönig endlich in einer kleinen Höhle. Vor ihm öffneten sich drei weitere Gänge. Der linke war sehr steil und der mittlere sehr dunkel. Aus dem rechten Gang drangen merkwürdige Geräusche. Keiner von ihnen wirkte besonders einladend. Wir gehen nach rechts, weil merkwürdige Geräusche ist immer gut. Er überlegte eine Weile. Okay. Warte mal, was? Ich kämpfe gegen einen Tropfstein? Zwei unsicher. Minus eins Karte. Pro unsicher. Oh. Oh, das ist kacke. Das ist ja ultra shit. Warte mal. Das geht aber nur mit Stärke, ne? Ich könnte noch mehr essen. Was ja eigentlich gut ist. Und dann könnte ich vier Schaden wieder an allen machen. Das ist eigentlich ganz geil. Ich glaube nicht, dass man es so spielt. Weil das ist vor allen Dingen übel kacke. Aber wir haben ja fixe Idee, also haben wir noch ein bisschen Luck. Weil wir haben halt Eisern. Wir können halt sehr viel Tankiness aufbauen. Damit an, ne? Aber ich hab keinen Schild gezogen. Es ist gar nicht bad, warte mal. Wir müssen dann irgendwann mal Block ziehen, das wäre ganz cool. Angst. So, da ist Verteidigen. Und wir brauchen sehr viel Card Draw. Mit dem, weil das Essen ist ja unnormal. Na jetzt, nee, jetzt müssen wir nichts machen. So, wir essen erstmal. Der ist halt voll der Flächendamage. Das ist irgendwie interesting. Ich habe nur Angst vor dem. Also der macht mir super Angst. Naja, wir haben auch einen guten Eisern-Buff, aber der übertreibt hier langsam. Wir machen in der nächsten Runde kaputt. Also der Flächendamage ist wirklich gut. Der Tropfstein ist nur wirklich an sich sehr tanky.
Ich glaube, es ist besser, mit ihm sehr viel Eisern aufzubauen, dann alles zu tanken und gleichzeitig Stärke aufzubauen ohne Ende. Weil der hat jetzt 9 Leben. 9 ist leider genau scheiße. Also jetzt brauche ich noch Thornmail. Ich glaube, dann haben wir es. Also der spielt sich sehr interessant. Der spielt sich halt ganz anders. So, die Meerjungfrau sprang zurück in den Teich und war Sekunden später verschwunden. Eilig setzte der König seinen Weg fort. So, hier haben wir wenig Auswahl. Eine Fledermaus. Gab es nicht vorhin so ein Fledermaus-Flügel-Icon? Und jetzt ist diese Fledermaus quasi nicht der Typ selbst. Ja, Thorns wären jetzt cooler. So, den Joker nehmen wir. Bei 2 Panzerungen, Verbündeter hält 1 schwächer. Also das muss ich sagen, dickflüssiges Sekret finde ich nicht so geil. Hält 1 Parade. Ja. 1 Parade ist sehr unschön. Ja, die Dynamik ist wirklich anders. Völlig anders. Was aber irgendwie geil ist. Man braucht halt nur mehr Würfel. Deswegen ist der erste Shop-Besuch so wichtig. Weil man dann instant den ersten Würfel auch kriegt. Oha, guck mal, der heilt sich dann, ne? Macht aber auch Sinn. Warte mal. Oh, schade. Ich dachte, ich krieg den rein. Ja, das war dann wohl ein strategischer Fehler von mir. So, der hat mich ausgesaugt. Das ist natürlich disgusting. Das wollen wir nicht. Wir wollen unsere eigene... Oh no, keine Würfel, Mama! Ist das unlucky? Also ohne Joker geht's nicht. Ich finde die Fische toll. Habe ich ja noch nicht gespielt, falls das hier irgendwas in-game-relatedes ist. Hallo, ich kann nicht angreifen. Ich will nicht betäubt sein. Der hat mich gebissen, Leute. Das zählt nicht. So. Jetzt kommt alles weg. Okay, einen Angriff haben wir. Der muss jetzt auch ausreichen. So. Nee, der hat Parade schon wieder. Ich bin so dumm. Aber ich kann es auch gar nicht anders machen. Also, er verliert es ja auch nicht. Leute, ich verliere gegen eine Fledermaus. Ich verliere gegen die Fledermaus, weil er pariert alles. Ich habe keine Würfel. Ich brauche Würfel. Ich kann die wieder nicht töten. Also es geht wieder nicht. Weil ich brauche Gelb. Wobei, nee, jetzt habe ich genug Damage. Also es ist fies. Entfernt 1 müde. Zu teuer. Was ist das? 1 unsicher. Wirft eine zufällige Karte ab, zieh 3. Ah, das ist billig, ne? Eine zufällige ist ein bisschen ass, aber am Anfang noch okay.
Wir nehmen mal die Kutsche. Wir nehmen die. Oh fuck, das ist gar nicht der Shop. Ah, no, no. Ich dachte, ich war beim Shop. Ah, scheiße. So, die meiste Zeit war es in den Höhlen sehr still. Deshalb erschrak der Froschkönig, als er sich vor ein lautes Poltern hörte. Neugierig hüpfte er vorwärts, um die Ursache des Geräuschs zu finden. Schließlich entdeckte er einen kleinen Mann, der einen großen Sack schleppte. Und noch bevor der Froschkönig etwas sagen konnte, schaute der Mann auf. Sind Sie interessiert an exklusiven Schätzen? Fragte er freundlich. Ich sammle hier Raritäten für meinen Laden in der Stadt, doch ich bin bereit, ein paar davon vorab zu kaufen. Viel Geld geben. Der Mann versuchte Reaktionen zu verbergen, doch es war offensichtlich, dass er im Tal und Beutel des Froschkönigs unbedingt haben wollte. Wie wäre es mit, wenn der Mann erholt einen Handel? Das reicht nicht, sagte der Froschkönig. Der Mann schloss den Sack wieder. Ich sehe, Sie sind ein Geschäftsmann. Ich werde euch begleiten und im Kampf zur Seite stehen, wenn es nötig ist. Rumpelstilzchen! Wirf zwei zufällige Karten ab. Erhalte scheußlicher Trank. Mische Misere in deinen Nachbarn. Das ist nicht gut. Muss mindestens zwei Handkarten besitzen. Passive. Alle drei Runden umschießen. Erhält eins erzürnt. Alle Verbündeten erhalten eins Einsicht. Tolle Ausrüstung. Wirf drei zufällige Karten ab. Eine tolle Ausrüstung auf die Hand. Das müssen wir uns natürlich alles angucken, was das macht. Wir kennen seinen Namen nicht, aber wir kennen seinen Namen, weil wir klug sind. Rumpelstilzchen. Also der sieht doch gruselig aus. Ich meine, ich bin klein und süß, aber Rumpelstilzchen. Please stop it. So, wir machen mal erstmal das hier und dann das. Und dann nochmal das. Wer hält unsicher? Der hier. So, dann noch eine Karte. Gut, also Misere. Ziehe hält eins Gift, ziehe eine Karte. Grimmiger Einsiedler. Verbündeter hält eins unsicher. Nee, das war dumm. Nee, war's nicht. Also wir verlieren jetzt in zwei Runden jeweils eine. Oder in einer Runde zwei. Naja, es war so mittelklug. So, das wollen wir auch noch. Da werfen drei Zufälliger. Er erhält eine tolle Ausrüstung. Das schaffen wir. Guck mal. Verbündeter hält ein, zwei Block. Na gut, brauchen wir jetzt nicht, aber machen wir trotzdem. Okay, also sehr interessant. Bin aber nicht sicher, ob... Also das ist ein... Also das mit dem Ziehen ist... Das ist scheiße. Das ist ja übel schlimm. Ich kann doch nicht verschlingen. Boah, das ist auf jeden Fall ein ganz anderer Playstyle hier unten. Hast du eigentlich Armored Core gespielt? Ja. Armored Core habe ich auch einmal durch, aber nur einmal. Das ist ja auch ein Spiel mit sehr hohem Wiederspielwert, weil dem NG Plus halt extrem viel passiert. So, das NG Plus ist ja total, total wild in dem Spiel. Ah, fuck, ich musste zwei abwerfen, ne? Ja, das war sehr dumm, was ich jetzt hier gemacht habe. Okay, also Rumpelstilzchen, das weiß ich noch nicht, wie mir das gefällt. Weil Rumpelstilzchen macht ja quasi immer mehr ins Deck. Habe ich das, verstehe ich das richtig? Ich meine, ich kann den Gegner immer mehr vergiften. Warum geht es nicht?
Von einem Status blockiert? Oh mein Gott, was für ein brutaler Counter. So. Okay. Okay, der macht das Deck immer voller. Der macht das Deck immer voller Müll. Weil das ist ja gar nicht so schlecht. Irgendwie. Weil Gift stackt dann ja irgendwann abartig hoch. Jetzt bringen wir nicht das zu spielen eigentlich, ne? Eigentlich gar nicht so schlimm. Rumpelstilzchen ist interesting. Lol, er hat wirklich Misere abgeworfen. Eine tolle Ausrüstung. So, der ist jetzt tot, basically. Okay, das ist sehr interesting. Das ist ein ganz anderer Playstyle. Also ein völlig geisteskranker. Bei ihnen juckt ja die Schwäche überhaupt nicht. Er vergiftet dich ja. Er muss ja nicht stark sein. Der ist tot. Wann kommt das Gift? Leute. Fügt am Ende jedes Zuges. Aber ist es am Ende meines Zuges dann? Ist er die, also greift er nochmal an? Oder nach seiner Aktion, ne? Also er würde nochmal angreifen, darum geht's. Am Ende seines Zuges. Okay, okay. Ja, der wurde... Okay. Ja, der Status nervt. Aber wenn der nicht wäre, wäre übel geil. Als Frosch brauchst du den roten Wolfswürfel. Und verwandelt brauchst du den Frosch. Brauchst du den Froschkönig. Genau, ja, das habe ich verstanden. Das habe ich begriffen. Ja, wir vergiften den aus dem Leben, oder? Tolle Ausrüstung ist wirklich toll. Also, das ist so anders. Muss ich den Boss auch machen? Das war gut. Wir starten gleich rein, Johnny. Ich mache noch den Kampf zu Ende. Und dann. Dann spiele ich noch Elden Ring. Und dann machen wir das heute wieder über Discord. Wie sieht's mit deinem Rechner aus? Wie geht's deinem Rechner?
Boah, das ist langsam sehr viel Misere. Ist das eine wilde Mechanik? Also Rumpelstießen gefällt mir übelste Sorte. Ich denke, es ist vertretbar. Okay. Rumpelstießen gefällt mir sehr. Alle Verbündeten erhalten 1 Einsicht, ja. Ziehe, ja. Also das ist halt einfach so gut. Nur das hier, das Erzürnt. Das Erzürnt ist quasi sein eigener Counter. Der countert quasi durch Erzürnt, also nervt er sich selbst. Die Misere könnte der Frosch essen, aber die bleibt dann in meinem Deck. Das ist eher so das Problem. Misere ist, wenn es abgeworfen wird, also es müsste aus dem Deck raus. Darum geht's eher. Weil erst wenn ich es spiele, dann kommt's weg, weißt du? Das ist so das Ding. Blocke für eine Karte ab. Abtau. Okay, das ist sehr geil. Cool. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir gehen jetzt nochmal in Elden Ring rein. Ihr könnt Ausrufezeichen once eingeben. Wie once upon. Na, könnt ihr gern vorbeischauen. Im Juli ist der Early Access betretbar. Das ist ja quasi hier eine Demo gerade. Na, könnt ihr zur Wishlist addieren.